Ja, geil. Willkommen zurück bei Lifeless Planet. Wir stehen irgendwo mitten auf dem Kabel und meine Stimme ist so mega basslastig, dass es hier ekelhaft. Ein bisschen Bass rausnehmen. Okay, also. Das ist die falsche Richtung, Kollege. Wir müssen doch dahin, ne? Ach ja, ich erinnere mich. Oh, das Grauen, das Grauen, das Grauen. Wenn ich... Achso. Hopp, 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 hopp. Eieiei. Okay, da waren wir letztes Mal und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da irgendwie runterkommen, ohne zu sterben. Oder da. Warum ist denn das eigentlich so laut? Die Atmosphäre ist gerade extrem laut. Ja. Ja. Oh ja. Ach, deswegen. Da, der Wasserfall. Der ist ein bisschen... awkward laut. So, pass auf. Jetzt ganz unten sind wir. Und wir gehen den grünen Mal. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt weitermachen, weil... Ich habe wieder vergessen, nach der letzten Session, was überhaupt Phase war. Da hinten... Wir sind echt nicht weit gekommen im letzten Video, kann das sein? Wir müssen echt mal ein bisschen Progress machen. Oh, warte mal. Nee, 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 nee. Aber nicht so. Ihr wollt nicht, dass ich da runterspringe, oder? Ihr wollt... Ja, was kann passieren? Ich kann maximal sterben. Okay, pass auf. Oh, wir müssen da runter. Ach, du heilige Banane. Oh, au. Ein bisschen bremsen können wir ja. Nicht... Shit. Scheiße. Ernsthaft, muss ich jetzt in dieses blöde Rohr? Okay, pass auf. So, ein bisschen abbremsen. Ein bisschen abbremsen. Und dann versuchen wir mal, in das Rohr reinzukommen, ne? Komm. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Das, die Frage ist jetzt, ernsthaft, wir haben kein... Boah, muss ich das so schaffen? Oh, okay. Ging ja besser als gedacht. Wo kommt denn das Wasser her, was da rausläuft? Na, ist egal. So, ich hoffe... dass diese Wassergeräuschkulisse gerade mal ein bisschen aufhören könnte vielleicht. Das ist mega laut. Ich könnte es ja ausmachen, aber das bringt mir ja nichts, gehört zum Spiel. Mhm. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Und das ist ein Ventilatorblatt. Ja, ich glaube schon. Das war auch geil, wie die Tonne einfach das, dieses robuste aus Stahlguss Ventilatorblatt gekillt hat. So, warte mal, mach mal nicht so einen Lärmgrad. Weil wir haben auch nur noch den Doppelsprung. Also ich kann nicht mehr, ups, nicht mehr unendlich lange pupsen. Okay, wir kommen weiter. Ich hoffe, es wird ruhiger. Es ist gerade echt nervig. Also dieses Wasserrauschen ist nervig. Oh. Ach nö, das ist einfach nur eine Straßentextur, alles klar. Ich dachte jetzt sonst was. Da ist ein Alien explodiert oder irgend sowas. Boah, ich nuschel halt wieder was zusammen. Hammerhart. Hallo? I want to get through. Ha? Huh? Nee, willst du jetzt nicht von mir? Ich muss da... Was? Ah, shit, warte mal. Ich könnte... Nee, hier kann ich nicht. Da drüben könnte ich. Muss ich denn? Ja, scheiße. Ganz große Scheiße. Okay, wir sind jetzt unten. Geht sie unten rein? Bitte. Ach, nö. Ha. Ach so. Oh, das ist ja mies. Ey, alter, levelt das eine Mais oder was? Okay, wir müssen hier lang. Das habe ich von da oben nicht gesehen. Das ist ja mal cringy. Okay, und schon sind wir auf der anderen Seite. Alles klar, aber die Frage ist, kann ich hier irgendwas mitmachen? Nee, kann ich nicht. Das ist einfach nur Deko.
damit es nicht ganz so leer aussieht. Ich würde mir tatsächlich in dem Spiel ein bisschen mehr Deko wünschen, dass du einfach sagst, du hast mehr Ambiente und weniger. Alter, weg hier. Das ist so laut. Ich habe das schon leiser gedreht, ne, zum Abmischen. Ich hoffe, das ist. Also, ich hoffe, das passt. Und am Ende geht mir X-Split alles raus. Als störendes Hintergrundgeräusch erkannt wurde. Was ist denn das? Ist das ein Busch? Ich hoffe, das ist ein Busch und kein irgendein Tier. Ja, scheiße. Ja, und jetzt? Da? Nee. Arsch. Also ich denke mal, es wird Jump'n'Run Action. Aber darüber, ne? Ja. Okay, okay, okay. Hallo Musik, danke. Wir haben dich erhört. Gott, das ist immer so laut. Das ist einfach zu laut. Darunter. Ein bisschen abbremsen. Hey. Okay, wir sind drüben. Aber liegt da jemand? Ich habe keine Ahnung. Wir werden mal. Wo komme ich denn jetzt runter, ohne mir die Knochen zu brechen? Ups. Da hing das Spiel kurz. Schon wieder. Achso, speichern. Kraftwerk. Okay, das sieht aber nicht aus wie ein Kraftwerk. Das sieht einfach aus wie. Ich. Hallo Kamera, danke. Wie so ein. Wie so ein abgefragtes. Was ist das denn? Wie so ein abgefragtes. Gartenhäuschen? Was war das? Ach, da hinten ist Strom. Ey, ganz ehrlich. Ich habe, ohne Witz, ich habe die Musik schon leiser gemacht. Die wird immer lauter. Warum? War fucking rum. Kann ich da hoch? Nee, warum nicht? Ich will aber da hoch. Gib mir. Gib mir. Hallo, Kackastronaut, mache. Das geht nicht. Okay, ist ein Alpha-Wand. Ja, dann gucken wir mal. Alep. Hier kann ich. Ah. Look at this. Подвижная механическая рука наконец работает. Der mobile Roboterarm funktioniert endlich. Wir fanden heraus, dass das herkömmliche, was dass die herkömmlichen Batterien in der Nähe der Strukturen nicht funktionieren. Dann schlug ein Junior-Techniker vor, das grüne Feuer selbst als Energiequelle für den Arm zu verwenden. Nach Wochen der Arbeit waren wir endlich erfolgreich. Der Arm bezieht tatsächlich Energie aus den Strukturen. Eine perfekte Lösung für unsere ausweglose Situation. Okay, also die haben. Das hat gestört. Und dann haben die das grüne Gelumbe trotzdem genommen und haben daraus selbst Strom erzeugt. Alles klar. Naja, das ist doch gut. Das ist der Arm. Der hat was bewegt. Mobiles Roboterarmsystem erhalten. Okay. Okay, okay. Wir haben jetzt einen eigenen Arm, ja? Ist das so? Wir hatten Glück bei bei unserer Ankunft, dass dieser Planet nicht von uns abhängig ist, um seine Ressourcen in nutzbare Energie, in nutzbare Energiesysteme zu wandeln. In der Tat gab es bereits ein Netzwerk an Geräten, das unseren Energiebedarf abdecken konnte, trotz ihres seltsamen Erscheinungsbildes und ihrer kuriosen Konstruktion, sodass wir es schnell für uns beanspruchten. Seltsamerweise schienen aber die Kontrollsysteme, mit denen diese Geräte aktiviert wurden, für ein sehr großes Wesen konstruiert worden zu sein. Viel größer als ein Mensch oder irgendwas, was dem wir seit unserer Ankunft begegnet waren. Unabhängig davon entwickelte unsere brillanten Ingenieure schnell eine kreative Roboterlösung. Mit diesem mechanischen Arm erreichten wir hochgelegene Orte, sodass wir die. Was?
sodass wir die erforderlichen Komponenten ohne architektonische Lösungen bedienen können, um die gleiche Leistung zu vollbringen. Dennoch bleibt der Grund für die Größe dieses Steuersystems unverständlich. Gab es bereits vor uns Besuch auf diesem Planet oder könnte es wirklich Leben jenseits der Vegetation geben? Also, okay, wir gucken mal. Ich hoffe ja, dass wir noch irgendwas Lebendiges finden. Was ist das eigentlich? Ein Tonbandgerät, ist ja geil. Noch irgendwas Lebendiges finden und nicht bloß den Knochenmann aus dem Bunker. Weil ich meine, wir haben die Lady gefunden oder die hat uns gefunden, sagen wir es mal so. Ich weiß aber tatsächlich nicht, was die von uns will. So. Das ist wieder mega laut. Ah, shit. Alter. Nee. Okay, das macht halt echt Krach. Mal schauen, ob ich irgendwas finden kann. Dieses dumme Gehuste geht mir auf den Senkel, aber ich bin auf eine Art Kraftwerk gestoßen. Eine Anordnung von Tesla-Spulen umgibt eine geheimnisvolle monolithische Struktur. Die gesamte Vorrichtung scheint ihre Energie von einem glühenden grünen Felsen im Inneren des Monolithen zu beziehen. Was? Der schwebt und vor Energie pulsiert. Okay, also da drin ist dieser das ist der Monolith, das, ne? Und da ist dieser grüne Stein drin. Da. Und von dem kriegt das Ding wohl seine Energie. Okay. Ich komme aber selber nicht rein, ne? Nee, ich komme nicht rein. Und ich will auch ehrlich gesagt nicht ran. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Ich habe immer so ein Glück. So. Was haben wir hier? Was ist hier noch? Hier ist halt nichts mehr, ne? Wie komme ich denn nach da oben? Ich muss... Ah! Hallo? Ah, da oben kommt der Fahrstuhl. Mal versuchen, nicht zu sterben. Und mal einen Schluck trinken. Hey. So, Gummibären hüpfen hier und dort und überall. So, bop. Ah, das ist ein Stück nach oben. Ja, ich habe dich ein bisschen leiser gemacht. Du gehst mir gehörig auf den Sack. Du bist echt mega laut, du Ding. Gut, egal. Ah, was heißt Gummibär auf Russisch? Gamashta oder Mishkigami? Ich glaube, Mishkigami ist der Gummibär. Na? Speichern? Oh, das ist eine süße Treppe. Alles klar. Da ist irgendwas. Da ist was. Oder ist das ein Stein oder was ist das? Okay. Ach nee. Alter, ich hab gedacht, hier sitzt was. Du. Okay, pass auf. Das ist so eine... Das ist doch so ein Elektro-Ding, ne? Okay, mit Y. Mit Y. Na, was ist denn mit Y? Oder meinst du mit M, Asuka? Oh lol. Da, was? E und Q. Rechte, achso. Aha, okay, warte. Das muss man selber steuern, alles klar. Das ist jetzt aber ein bisschen... Nee, ich würde gern zurück. Geht das? Geht das irgendwie zurück? So. Und jetzt? Okay, also das haben wir jetzt angemacht. Wir fahren mal unser Glied wieder ein. Okay,
Okay, da ist jetzt Strom drauf, aber hat das jetzt einen Sinn? Hat das einen Sinn? Oder hätte ich das vielleicht mitnehmen müssen? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben es mal probiert. Nee, hier ist. Ach ja, klar. Na klar, muss da Strom drauf. Guck mal, da ist ja noch ein Dingens hier. Wie ist denn das? Aufzug. Aufzug. Aufzug, Zug, Zug, Zug. Der Aufzug, der Aufzug kommt. Ach ja, so Schabarung und Schabaring. Ah, nahtlos, hast du gesehen? Wie gemalt. Ja, genau. Und ich kann nicht an der Seite lang laufen. Ich habe Angst, dass das damit rausbricht. So. Leiter? Nee. Dann mal kurz vom Boden pupsen. Und jetzt da rein. Oh, da habe ich mich fast durch beziehungsweise festgepackt. Was ist denn das? Dynamit, Dynamit, Dynamit. Go, go, Power Rangers. Hä, warum? Wir gehen mal hier hin, das müsste reichen. Hat das was gebracht? Ja. Ich nehme mal das andere Dynamit mit. Vielleicht brauchen wir das noch. Ich habe keine Ahnung. So. Das Problem ist, sobald ich das hinlege, macht es bumm. Ja. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, was haben wir hier? Da haben wir das. Was? Nee. Hier war eine Schalttafel, aber das ist irgendwie nicht mehr ganz so. Okay. Huch, alles wie voll erschrocken. Handy, Alter. Wo kommt denn der Sturm jetzt her? Natürlich ist das seltsam. Das ist ein Sturm mitten im Irgendwo. Vor allen Dingen ist das gefährlich, Junge. Aber diese. Die Musik finde ich geil. Dieses Streichen, dieses. Ist irgendwie, wirkt ein bisschen billo, aber irgendwie auch wieder gut. Schon so ein bisschen episch. So. Okay. So. Na, okay, wir gehen da lang. Alles gut. Ist ja gut. Spiel. Ist ja gut. Beruhig dich. So. Dieser blöde Sturm. Naja. Ich bin gespannt, wann es richtig, richtig creepy wird. Also richtig gruselig. Also jetzt zum Beispiel. Holy fuck. Ey, das habe ich von da unten gar nicht so gesehen. Was ist denn das? Stargate? Okay, sieht von hier ein bisschen aus wie ein Anus, aber schauen wir mal. Hallo Stargate. Ich bin, oh. Okay, ich brauche wieder mein Ding-Dong. Nope. Okay, okay, okay. Ah. Der nicht. Hallo? Das ist ja cool. Lässt sich, also was das angeht, verhältnismäßig einfach steuern.
Was? The way she used to smile. The kindness in her voice. Shit. Spei. Okay. Das sieht ja ganz anders aus gerade. Also es ist auch wieder Wüste und es ist eigentlich schon... Die Lichtstimmung ist anders, ne? Ödland. Willkommen im Ödland. Herzlich willkommen bei Fallout 4. Wir sind im Ödland und wir haben einen Astronauten gekapert. Weil wir sind ein Goa'uld und hier hinten liegt nichts. Ja. Entschuldigung. Manchmal muss ich so blöden Scheiß labern, weil manchmal ist langweilig. Gerade ist langweilig. Was ist das? Da nebelt einer. Kann man da... Ist das... Typisch Ami, verjag die doch nicht. Die will dir vielleicht helfen, Mann. Die hätte den vielleicht wiederbeleben können. Was bist denn du für ein Ho? Denn, so. Gut, wer ist das? I. Machen, ach nee. Ich dachte schon. Die Fußspuren hat er gemacht. Und da, wo sie langläuft, ist es so grün. Also entweder ist die verstrahlt wie Bulle. Ja. Was zur Hölle? Meine beiden Crewmitglieder sind definitiv tot. Es scheint, dieser Planet ist nicht völlig leblos. Unter der Oberfläche des Planeten lauert eine tödliche Lebensform. Die Frau scheint ihre Fallen irgendwie zu umgehen. Ich werde versuchen, dies zu meinem Vorteil zu nutzen und ihren Spuren so gut wie möglich zu folgen. Alles klar. Also, das grüne Gesibbel, was die hinter sich her schlagt, da. Das kann uns helfen, mein Junge. Du bist hin, ne? Solange jetzt nicht hier so ein mega großer Erdwurm kommt und ich sag vorhin auch noch, was ist denn das für eine blöde Pflanze, ja? Scheiße, nix Pflanze. Das ist irgendein Vieh. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass die uns dann irgendwann mal reinreitet. Also, ein bisschen zu nah dran vorbeigegangen, ne? Okay. Da ist ein Vieh. Da ist ein... Okay, läuft. Ich glaube, ich hatte gerade Glück. Glück mit K. Ich will aber mal gucken, was da oben ist. Ist da noch was? Ich hätte nämlich, glaube ich, hier hochgemusst und ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Yeah. Okay. Was ist das denn? Das erinnert mich an ein Brettspiel aus meiner Kindheit. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber da hast du auch solche komischen Felder gehabt, die sich bewegt haben. Da drüben geht's dann weiter. Das heißt, ich muss gucken. Ich will da noch nicht hin. Das machen wir gleich. Ich will erstmal hier gucken, ob ich hochkomme. Das sieht soweit ganz gut aus. Oh, holy Schmidt. Okay. Also, wir müssen dann darüber. Von hier kann ich mir ein bisschen Überblick verschaffen. Ich habe darüber. Oh, shit. Das da drüben wird ekelhaft. Wenn ich da überhaupt hin muss. Ich könnte doch theoretisch mit meiner Bremse, schlau wie ich bin, einfach mal da so... Warte mal. Wir müssen erstmal... Nee, wir nehmen die Herausforderung an. Wir machen das. Das geht so nicht. Wir können ja nicht das Spiel einfach... anders spielen, wie der Entwickler das möchte. Also können wir schon, aber... So. Delete. Ein weites Feld von Basaltsäulen gefunden. Diese natürlichen Formationen sind denen auf der Erde ähnlich, aber haben einen weit größeren Umfang als die auf der Erde. Ich muss annehmen, dass sie aus einem ähnlichen... was?
auf eine ähnliche Weise wie Basaltsäulen auf meiner reden, Alter. Auf meinem Heimatplaneten entstehen. Aber die langsame Abkühlung der riesigen Lavaströme, wenn sich die heiße, was, oh Gott, manchmal, wenn sich die heiße Substanz als neues Gestein abkühlt, entstehen tiefe Risse in der Oberfläche, die geometrische Muster bildet. Sobald diese Risse tief genug sind, werden sie zu hoch aufgetragenen Felssäulen. Also das sind Basaltsäulen, ja. Also abgekühlte Lava quasi, die eingerissen ist. Ist das richtig? So, ich häng fest. Huh! Jetzt hab ich gedacht, ich fahre runter. Zisch. Okay, wir müssen hier runter, alles klar. Das mit dem Bremsen ist schon gut. Geht's hier hinten noch weiter? Nee, ne? Oder? 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 Secret? Nur weil ich's kann. Nur weil ich's kann. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinkomme. Hallo, hallo, Ruckel. Ah, hallo. Und jetzt kommt irgendwas Großes und frisst mich. Okay, da geht's nicht weiter. Dann gehe ich darum. Diese Dinger hier, ne? Ekelhaft. Und gerade ist es ganz ruhig. Also es ist echt. Man hört fast nichts. Warum? Dann eben nicht. Schnauft ans Mikrofon. Warte mal. Das war verkehrt. Doch darum. Ich will mich hier nicht verlaufen. Scheiße.